Hallöchen! So, heute habe ich mir einfach mal gedacht, ich spiele einfach mal eine Runde Yu-Gi-Oh! 5Ds, da es mittlerweile hier auch sozusagen Update oder Patch gab und dann sozusagen nochmal 1000 neue Karten hier dazu gehauen wurden, was ich natürlich richtig geil fand. So, ich überlege Multiplayer oder Einzelspieler. Komm, ich nehme erstmal Einzelspieler. Wir machen natürlich neues Spiel. Da ich diese neuen Karten natürlich auch gewinnen möchte. So, komm, wir nehmen einfach jetzt meine Frau. So, das überspringen wir einfach mal. Genauso wie das Tutorial. So, okay. Was nehme ich natürlich jetzt für ein Deck? Das sind so die Buchstaben sozusagen, das ist Fusion, das ist Krieger, das ist Life Destroyer, das ist Schwarzflügel, das ist Drache und das ist Maschine. Oh, komm, ich nehme einfach mal Maschine. Das ist zum Beispiel eine der neuen Karten. So, wir geben der einfach mal eine direkt auf die 12, zack, und wir haben natürlich auch voll getroffen, so wie es halt auch sein muss. So, und da wollen wir natürlich noch hoffen, dass wir natürlich jetzt noch gute Karten bekommen. Okay, das ist noch nicht ganz so... Okay. Okay, das ist auf jeden Fall aufbauungswürdig. Okay, wir spielen jetzt einfach nur mal die. Auf gut Glück. Mit 0 Angriff und 0 Verteidigung natürlich. Oha, hab hier. Oha. Okay. Oh, schade, ich habe einen Spezialeffekt und habe eine neue Karte bekommen. Es war nochmal genau die gleiche, aber naja. So, jetzt habe ich nochmal die Karte gekriegt. Okay, das ist auch schon krass. Okay, da spielen wir die natürlich gleich nochmal. Um sozusagen erstmal ein paar Karten zu ziehen. Ich habe nämlich eine ganz bestimmte Kartenkombination, die ich sozusagen hinkriegen will. Und so kriege ich halt immer eine neue Karte. So. Und jetzt hat's mich angeschissen. So, aber da kann ich erstmal jetzt was anderes ganz schnell machen. Um sozusagen für mich ein Monster zu beschwören. Okay, das hat leider nicht geklappt. Aber ich kann noch was machen. Ich hole mal einfach hier eine Karte von hier. Oder von denen. Nehmen wir hier natürlich gleich die Stärkste. So, jetzt spielen wir den. Aktivieren natürlich noch einen Effekt. Der hat nämlich mehrere Effekte. So, und da opfere ich einfach seine Karte. Ach komm, Alter. Okay. Nur... Ach, nun wird gar nichts mehr. Okay, na, da beenden wir ganz einfach. So, der mit seinen geflügelten Drecksbastarden. Okay, da ziehen wir halt eine neue. Okay, den müssen wir auf jeden Fall irgendwie wieder in mein Deck mischen. Okay, spüren natürlich kein mal Zweier. Könnte natürlich jetzt eine ganz fiese Fusion machen, aber dann machen wir mal noch nicht. Er hat eine Harpie bekommen. Oh mein Gott. Ob sie natürlich gegen meinen Cyberdrache bestehen kann, das ist eine andere Frage. So, jetzt habe ich auf jeden Fall zwei Monster und er keins. So, er geht schon in Verteidigung und macht des Spiegels. Ja, klar. Das ist so ein kleiner, mieser Wichser hier, Alter. Ey. So, jetzt ist er auf jeden Fall schon mal auf dem Friedhof. Da spiele ich jetzt DNA-Operation und eine kleine Falle für ihn. DNA-Operation, da habe ich natürlich was ganz, ganz Böses vor.
Okay, da brauche ich natürlich jetzt nochmal den Cyberdrache oder ein Cybertal, weil wenn ich den halt aufs Feld setze sozusagen, hat der die gleichen Effekte vom Cyberdrache sozusagen. So, okay, die hauen wir natürlich dann noch verdeckt und die spielen wir in Angriffsmodus, die sollen nämlich angegriffen werden. So, Nummer 2. Spielt nur Verteidigung hier. Dreckige Bitch hier. Sehr schön, kennt noch eine Bombe, okay, dann machen wir das so. Und dann beenden wir. So, Macht des Spiegels ist down. Und in der nächsten Runde starten wir durch. Okay, was haben wir denn jetzt? Die Drecksau verstärkt seine Karten. Wen greift er an? Okay. Komm, die hauen wir gleich mal weg hier. Die wird direkt aus dem Spiel entfernt. So, weil so verliere ich nämlich nur 100 Lebenspunkte und krieg halt doch noch eine Karte. Haha. So, da haben wir natürlich noch eine DNA-Operation, das ist natürlich nicht so gut. So, okay. So, hiermit sind wir auch stärker und geben den natürlich gleich mal einen auf den Zahn. So, da hat er nur noch 3000 Lebenspunkte. Das geht alles ganz easy, okay, weil ich weiß, wie das Spiel funktioniert. So, was macht er denn jetzt hier? Die Saudi. Okay. Krieg ich halt wieder eine Karte. Oh, ein Marshmallow. So, okay, dann spielen wir einfach Marshmallow und dann gehen wir jetzt auf Verteidigung, weil da kommt er definitiv nicht durch. Und wenn er natürlich eine von meinen Bomben angreift, dann wird er sich kräftig wundern. So, jetzt kriegt er auf jeden Fall erstmal eine Schelle und viel weiter kommt er auch nicht. So, jetzt habe ich nämlich noch eine passende Karte gezogen. Jetzt muss er bangen, sage ich mal. Gucken wir natürlich, ob man die natürlich mit einem Spezialeffekt noch kriegen und... Nein, aber leider nicht. Okay, da greifen wir halt an. So, geht doch alles ganz easy hier. Dam, dam, dam. Na, okay, er gibt schon auf, okay. So, jetzt habe ich die passende Karte gekriegt. Und da decke ich die jetzt einfach mal auf. Und spiele die natürlich noch. Okay, ich habe jetzt leider nur noch meine Monster zur Verfügung. Durch die DNA-Operation, wenn da jetzt noch Monster auf seiner Seite aufgedeckt werden, könnte ich die sozusagen mit fusionieren. So, da hauen wir natürlich jetzt hier gleich mal ein krasses Monster ran. So, satte 5000 Angriffspunkte, okay, das muss man aber erstmal hinkriegen. Zack, und wir haben gewonnen. Hat doch ganz gut geklappt, sage ich mal. Fallenfresser haben wir bekommen, okay. Haben wir, okay, das war eine neue, das auch eine neue. Das auch. Okay. Oha. Okay, hier sind auf jeden Fall neue, krasse, geile Monster dabei. Sagenhafter Gruß. Okay, den widme ich auch an alle meine Abonnenten. Ich muss sagen, ich bin stolz und froh auf jeden Abonnenten, den ich habe. Und ich hoffe natürlich, es geht noch weiter. Ich sag mal, gut Ding will Weile haben, da geht das auf jeden Fall. Und wir haben noch 3 Matches oder sozusagen 2 vor mir. So, diesmal nehmen wir einfach mal ein Drachendeck. Um ein bisschen Abwechslung zu machen, sage ich mal. So, diesmal nehmen wir Papier. Und wir haben wieder gewonnen. Sehr schön. Dann nehmen wir natürlich wieder als erstes. So, Georg. Ich glaube mal, das wird böse für dich ausgehen, wenn ich hier die Karten am Anfang habe. Okay, das
ist auf jeden Fall was zum Aufbauen. Wir spielen erstmal die normal in den Angriffsmodus. Die sollen nämlich zerstört werden. Okay, er setzt gleich auf Verteidigung. Na super. Okay, na okay, jetzt haben wir natürlich... Okay, da spielen wir die. Um uns erstmal freie Bahn zu schaffen. So, jetzt spielen wir die. Da können wir uns nämlich hier einen Spezialeffekt erlauben. Da entfernen wir die aus dem Spiel und rufen die. Und weil es halt so Spaß macht, da rufen wir uns halt gleich noch ein. Und zwar den. Könnten wir uns übrigens jetzt auch vom Friedhof wiederholen, wenn er da gelegen hätte. So, jetzt greifen wir den an. Und müssen natürlich jetzt einen wegwerfen, okay. Aber wir kriegen dafür ein neues Blatt. So, mit denen greifen wir natürlich auch noch an. Keine Sorge, die Monster, die jetzt auf dem Friedhof sind, ich zeig's euch nochmal schnell, sind nicht verloren. Kommen alle wieder. So, den einen. Okay, wieso kriegen wir den einen jetzt nicht? Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz, okay. Okay, das war auf jeden Fall eine ganz schnelle Runde. Na dann, hauen wir gleich rein. Okay, das ist natürlich jetzt scheiße gelaufen. Da können wir nicht gegen anstinken, sag ich mal. Aber da hauen wir... Okay, wir warten einfach mal noch eine nächste Runde ab. Okay, er holt sich einen Elementarhelden. So, okay, er hat wieder nichts gemacht. Oh, sehr schön. So, okay. Wir haben auf jeden Fall in dieser Runde gewonnen. So. Ach komm, hau weg. Nein, das glaube ich doch wohl jetzt nicht, Alter. Okay, er hat sein Schicksal nochmal hinausgezögert, muss ich nochmal sagen. Kann ja nicht sein. Kann nicht sein. Ach so, okay. Ich bin natürlich auch richtig doof. So, jetzt spielen wir die ganz einfach. Da machen wir hier einfach mal eine voll krasse Synchro. Holen uns den. Der hat nämlich auch wieder einen schönen Spezialeffekt. So, keine Sorge, es ist kein Drache sozusagen verloren. Das Deck ist einfach für Spezialbeschwörung und Effekte ausgelegt. So, den holen wir uns jetzt einfach ganz wieder, den wir hier weggehauen haben. Das ist einfach pure Angriffskraft hier. So, okay. Habe ich noch was? Achso, okay. Wir wollen ja nicht unseren eigenen bumsen. Auf jeden Fall bumsen wir jetzt den Gegner. Und das will mich doch wohl jetzt hier echt verarschen. So, jetzt hat es mich angeschissen. Weil ich muss den Angriff umleiten. Weil wenn ich jetzt mit einer Karte nicht angreife, wird sie nämlich dann von denen aus für den Spezialeffekt gefickt. Und da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Okay, der kann gebumst werden. Das ist nur ein Zeitschinden hier. Mehr ist das doch nicht. So, spätestens jetzt habe ich euch so oder so. So, ich spiele ich die noch. So. Rufen wir halt einfach wieder einen 5000er. So,
So, da fusionieren wir hier einfach mal ein paar. Wir dürfen sozusagen unseren Urmaterialdrache nicht vom Feld verlieren, weil solange wie der auf dem Feld liegt, kann der Gegner keine, sag ich mal, Fangkarten aktivieren, die jetzt irgendein Monster von mir bumst, weil wird dann ganz einfach von ihm gebumst, von der Spezialfähigkeit. So, ja, bumse ich jetzt ganz einfach die nochmal. So, und da bumse ich jetzt die einfach mit der und da haben wir gewonnen. So, ging da wieder ganz schnell, muss ich mal sagen. So, was haben wir denn hier? Okay. Zombie-Hai, meine Fresse. Da hast du ja jetzt tatsächlich auch eine Karte sozusagen von Yu-Gi-Oh! Den Film. Da gibt es bestimmt auch noch die andere. Okay, hier haben wir natürlich wieder einen neuen Drache, aber da müssen wir mal gucken. Oha, Baby-Drache, Alter, ey. Der ist ja eigentlich Pflicht für jedes Drachendeck, welchen ich unbedingt haben will. Den habe ich auch früher im Real Life gehabt. Das ist der schwarze Rotaugendrache. Alter, das ist mit Abstand mein Lieblingsmonster. So, was nehmen wir denn jetzt mal? Schwarzflügel, Life, Fusion. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal Life. Okay, das dauert da bestimmt jetzt ein bisschen länger. Okay, wenn ich da jetzt aber auch keine guten Karten von Anfang an kriege, muss ich sagen, habe ich nicht so gute Karten, sage ich mal, das Duell zu gewinnen. Aber da wir natürlich schon zwei gewonnen haben, mag das gehen, sag ich mal. So, okay, ich darf trotzdem anfangen, das ist natürlich very nice. Das ist jetzt eigentlich hauptsächlich da ausgelegt, sag ich mal, von dem Gegner seine Karten zu bumsen. Sozusagen, und dann noch aus dem Spiel zu entfernen, damit er ja nicht wieder auf sie zugreifen kann. Deswegen spielen wir die jetzt gleich, da wird nämlich jetzt jede Karte aus dem Spiel entfernt. Zack, 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 so, haben wir schon den ersten. Haben wir gleich noch eine, okay. Warte mal, wenn diese Karte besprochen wird, kannst du ein fieses Monster von deinem Deck auf den Friedhof legen. Okay, die können wir nicht nehmen, dann nehmen wir... Komm, wir nehmen einfach die. So, da verliert er halt gleich nochmal 5 Karten. So, da spielen wir die jetzt noch, um uns sozusagen ein paar Lebenspunkte zu sichern. So, es geht hier alles ganz professionell ab. So, jetzt holen wir uns hier eine ganz spezielle Karte. Und zwar die. Und da es keinen Friedhof gibt, wird sie halt gleich aus dem Spiel entfernt. Und da wird ihr Effekt gleich auch noch aktiviert. So, Lebenspunkte kriegt man auch. So, wie man es sieht, habe ich hier ein Dynamit weggeworfen. Das ist natürlich scheiße. Aber das kann man erstmal noch nicht ändern. So, was sagt mir der Angriff? Okay, die haben die gleichen Angriffspunkte. Erwarte ich mal, ob er vielleicht mich angreift. Er switcht in Verteidigung. Okay, da kann ich auf jeden Fall jetzt gleich angreifen. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du einzelne Monster als Spezial von deinem Deck in die offene Angriffsposition beschwören. Okay. Das spielen wir die gleich mal verdeckt. Und damit hauen wir natürlich kein Nein, weil das ist dann seine 15. Karte, sag ich mal. Die auf dem, oder besser gesagt, entfernt wurde. Und ich muss sozusagen nur ein Dynamit kriegen. So, was hat er denn jetzt? Okay. Lebenspunkte. Oh, schade. Da tun wir halt gleich noch eine entfernen. Und somit haben wir ihn das ganze Deck schon abgeräumt. Hätte eigentlich gar keine Möglichkeit, hier irgendwie zu kontern. Ich krieg Lebenspunkte ohne Ende. Er hat keine Karten mehr auf dem Friedhof. So, jetzt haben wir den natürlich. Die sind mir jetzt alle scheißegal. Ich spiel jetzt einfach mal mein Krug hier.
So, komm, mit denen greifen wir jetzt einfach nochmal direkt an. Wenn wir die Möglichkeit haben, nutzen wir das aus. Und da beenden wir natürlich. So, auf jeden Fall kriegt man, wenn wir gewinnen, viele Punkte, viele, viele. Und zwar, weil wir hier viele Effekte und alles haben. Und deswegen kriegen wir halt immer viele Punkte. So, oh scheiße, okay, jetzt muss ich mein Dynamit auf jeden Fall noch hierher klatschen. Und muss den Krug rumdrehen, um sozusagen 5 neue Karten zu kriegen. So, hiermit habe ich meine ultimative Combo, dass er mich nämlich nicht mehr angreifen kann. Zwar einfach die noch raus, ist sozusagen kleiner Bug am Spiel, und zwar die 3 Karten. So, da machen wir die jetzt noch so. Okay, lass mal einfach so, einfach erstmal. Okay, Dynamit müssen wir erstmal noch ein bisschen lassen. Ich sag mal, wenn wir noch irgendwie eine Karte jetzt wegkriegen von ihm. Okay, jetzt haben wir eine Karte weg und damit haben wir gewonnen. Bye bye. Oh scheiße, ich hab mich verrechnet, Alter. Okay. Scheiße, scheiße. So, aber jetzt haben wir so oder so gewonnen. So, und zwar genau jetzt. So, hat doch alles ganz easy geklappt, sag ich mal. Und ein neues Kartenrezept erhalten. Uha, Krumm dort hinten Visier. Das Geschenk der Gier, aha. So, wie man sieht, also ich sag mal, die Karte jetzt gerade, das Geschenk der Gier, ja, das könnte noch was sein. Aber naja. So. Wie man sieht, ich habe gewonnen. Okay, dann bedanke ich mich. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.